Meditation für die Liebe in dir. Hallo, schön, dass du dich auf die Erfahrung deiner dir innewohnenden Liebe einlässt. Willkommen in deinem Zuhause. Du kannst dich nun in einer aufmerksamen, aufrechten Haltung hinsetzen, so wie es für dich bequem ist, ohne dass du abgelenkt bist oder allzu leicht in einen Schlafmodus fallen kannst. Wenn du die richtige Position gefunden hast, atme tief ein und noch einmal und noch einmal und danke nun deinem Verstand von ganzem Herzen für seine wundervolle Arbeit und gib ihm nun seine wohlverdiente Ruhepause. Er wird in den nächsten Minuten nicht benötigt und kann sich ausruhen. Wenn du deinen Verstand nun liebevoll in seine Hängematte gelegt und dort beruhigt zurückgelassen hast, nimm ein paar sehr tiefe Atemzüge. Wende dich dieser Tätigkeit ganz und gar zu und bemerke, wie sich deine Bauchdecke mit jedem tieferen Einatmen zu weiten scheint und es dir nach vielleicht anfänglichem Widerstand mit jedem Atemzug ein wenig leichter fällt, tief zu atmen, bis du vielleicht merkst, wie gut dir das tut. Und sich mit deiner Bauchdecke, auch du selbst, dich innerlich zu weiten scheinst und mit jedem Mal aufnahmefähiger und williger zu werden scheinst. Und nun lasse alles los und lass deinen Atem einfach wieder ganz natürlich weiterfließen. Wende deine Aufmerksamkeit nun von deinem Atem zur Mitte deines Seins. Lass dies einfach mühelos geschehen. Dafür ist nichts erforderlich als dein Hiersein und Geschehen lassen. Wie bereits gesagt, dein Verstand ist hierfür nicht gebaut. Dies ist nun die Ebene deiner Intuition. Vielleicht spürst du das Zentrum deines Seins an einer bestimmten Stelle deines Körpers. Vielleicht ist es dein Herz. Vielleicht dein Solarplexus. Vielleicht dein Unterleib. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Art Anwesenheit, die du spüren kannst, ohne sie körperlich lokalisieren zu können. Eine Art geistige Anwesenheit, die irgendwie immer schon da war. Wie auch immer du es erkennst, ist unerheblich für die Erfahrung. Du nimmst einfach gerade Kontakt auf zum inneren Tempel deines Seins. Auf welchem Wege du ihn erreichst, spielt keine Rolle. Alle Wege führen letztendlich immer zu diesem Tempel, diesem Zentrum deines Seins. Bemerkst du, dass dieses Sein immer schon da war? Dass du ohne dieses Sein, dieses Ich Bin, dieses Zentrum nicht existieren würdest? Dass alles durch
dieses Zentrum aus und einfließt. So wie das Blut aus deinem Herzen aus und wieder einfließt, wenn es angereichert ist. So wie der Atem aus dir ausfließt und angereichert mit Sauerstoff wieder einfließt. Und du nichts weiter zu tun hast, als dies geschehen zu lassen. Keinerlei Anstrengung deinerseits ist erforderlich, um deine Herztätigkeit am Laufen zu halten. Keinerlei Mühe war je notwendig oder hilfreich, um deinen Atem ganz von alleine geschehen zu lassen. Genauso ist keinerlei Anstrengung deinerseits notwendig, um dein Sein einfach geschehen zu lassen. Dich selbst, dein ewiges Präsenzbewusstsein, Gott, einfach geschehen zu lassen, ohne dich einzumischen. Denn dieses Fließen des Lebens, dieses Ich bin, ist grenzenlos fließende Liebe. Du bist in jedem Moment geliebt. Liebe ist in jedem Moment. Existenz ist Liebe. Du existierst, also bist du Liebe. Gott oder das universelle eine Sein, die universelle absolute schöpferische Liebe hat deiner Existenz zugestimmt, weil du aus ihr heraus existierst. Es gibt nicht zwei Sein, es gibt ein Sein. Leben ist. Existenz ist. Daher bist du Existenz. Du bist in ihr, wie sie in dir ist. Du bist aus einem Liebesakt der Existenz für sich selbst entstanden. Liebe hat Liebe erschaffen, weil es das ist, was Liebe tut. Sie kann nur lieben. Sie kann nur erschaffen. Und weil du zu 100% ganz und gar nur aus Liebe bestehst, hast auch du diese Liebe, Gott
dir selbst zugestimmt. Gott ist nur Zustimmung, Erlaubnis, willkommen heißen, Schöpfung aus sich selbst heraus, weil es nichts Zweites gibt. Das eine erschafft aus sich selbst heraus. Es gibt nur Ausdehnung, Existenz kann sich nicht von Existenz abspalten. Wo sollte sie hin, wenn es nur Existenz gibt? Nimm wahr, nimm einfach wahr. Bemerke, dass dies so ist, dass deine bloße Existenz dir jetzt, in diesem Moment, beweist, dass du ganz und gar aus der Liebe Gottes heraus existierst. Ganz und gar und unwiderruflich ewig geliebt bist, weil du sonst nicht existieren würdest. Wenn du existierst, dann nur deshalb, weil du Teil von Gott, Teil des Ich Bin. Bewusstseins bist, Teil der Liebe, der einen Liebe bist. Kannst du spüren, dass es so ist? Konzentriere dich voll und ganz auf dein Zentrum, die Mitte, das Herz in dir. Was antwortet es dir? Gibt es ein Gefühl in dir, das dir bestätigt, dass du ganz und gar eine Ausdehnung, ein Produkt Gottes, ein freudiger Ausdruck ewiger Liebe, ewiger Zustimmung, ewiger Erlaubnis bist, der nichts mit deiner Persönlichkeit oder deinem Namen zu tun hat? Dieses Du ist alles, was es gibt. Diese Mitte in dir, die dir in allem antwortet, wenn du sie fragst, bist du und ist alles, was wirklich existiert. Du kannst jetzt die Wahrheit über dein wahres Sein annehmen und alle Mühsal, alles Leid ist vorbei. Du pulsierst, existierst, lebst immer nur aus dieser Mitte, dieser ewigen Präsenz heraus. Ob du es wahrnimmst oder nicht, beeinflusst dein Sein nicht.
Und nun hast du Gelegenheit, ein weiteres Mal deinerseits zu diesem deinem wahren Sein, deiner Mitte, deinem Ursprung, zu Gott in dir, ja zu sagen, so wie es ja zu dir gesagt hat, jetzt sagt und immer sagen wird, weil Schöpfung ein Nein nicht kennt. Frage dich selbst, möchtest du ja sagen zur Liebe in dir? Möchtest du ja sagen zu dir in der Liebe? Möchtest du ja sagen dazu, für und als Liebe erschaffen zu sein? Möchtest du ja sagen dazu, als Liebe zu wirken und selbst zu erschaffen? Bedingungslos? Möchtest du ja dazu sagen, dich immer an dieses innere Sein zu erinnern, das immer ist und dir in jedem Moment zur Verfügung steht? Liebe ist nichts Romantisches. Liebe ist. Punkt. Liebe ist alles, was existiert und woraus alles existiert. Liebe ist die Erlaubnis von Existenz. Liebe kann sich von Liebe nicht abspalten, sonst wäre es keine Liebe. Und da es nur Liebe gibt, basiert alles, was wir nicht als Liebe wahrnehmen, auf einer Hypothese, die in alle Ewigkeit unwahr bleiben wird. Spüre deinen Atem, wie er ein- und ausfließt, ungehindert und ohne dein Zutun. Spüre dein Herz, wie es ungehindert und ohne dein Zutun, wie ein Uhrwerk, zuverlässig pulsiert. Erkenne an, dass du als Persönlichkeit noch nie irgendetwas für deine Existenz getan hast oder tun konntest. Sie geschieht unablässig in aller Fülle und in aller Liebe. Ohne dein hinzugefügtes Selbst. Sie wird nicht davon beeinflusst und du kannst dich ganz und gar auf dich, Gott, dein Sein, die liebende ewige Präsenz, die du bist, verlassen. Denn sie verlässt dich nicht. Ihr seid dasselbe. Deshalb lebst du. Liebe liebt. Liebe lebt. Sonst lebt nichts. Und in diesem Leben
wird dir alles gegeben, was in jeder Situation ansteht, noch bevor du dies überhaupt bemerkst. Mach dich ganz weit auf für diese Wahrheit. Spüre, ob sich dies für dich wahr anfühlt. Und wenn du kannst, öffne dich dafür, soweit du eben kannst. Tu dir selbst diesen Liebesdienst und lass dich von dieser freundlichen Wahrheit in deinem innersten Innern durchwirken, dich in ihr einweichen. Ganz entspannt, wie in einem funkelnden, glitzernden, strahlenden Bad. Nimm so viel von ihr auf, wie du möchtest, und lasse es weit, weit über dich hinauswirken, sich ausdehnen. Werde eins mit dieser Wahrheit, denn du bist diese Wahrheit. Verschmelze allmählich vollkommen mit ihr und erkenne sie jetzt als das an, was du bist. Und als das bist du von nun an in der Welt, aber nicht von ihr. Du bist, geliebte Liebe, wenn du die Augen öffnest. Du bist, geliebte Liebe, wenn dieses Audio endet. Du bist ewiges Genährtsein, wenn du schlafen gehst. Und du bist ewiges Genährtsein, wenn du aufwachst. Du kannst nie wieder etwas anderes sein. Denn du hast diese Wahrheit angenommen und du siehst diese Wahrheit, wohin du dich auch immer wendest. Du siehst, du fühlst, dass jeder, jeder diese Wahrheit ist, ungeachtet seiner Persönlichkeit oder seiner Taten. Du siehst, du fühlst tief in dir, dass alles nur das ist, was du bist. Pure, reine Lichtliebe, Existenz, Gott, ich bin. Sein. Du bleibst in diesem Raum, wenn du gleich deine Augen öffnest. Du bist von nun an in diesem Raum vollkommener Entspannung, Annahme, Erlaubnis heraus, für alle und alles tätig, was sich dir an der Türschwelle stehend anbietet und die Hand nach dir ausstreckt. Sei du ab jetzt der Hinweis auf diesen sicheren Raum in allen anderen, und die Freude wird dein ständiger Begleiter sein. Danke. Und Amen.